Hey, schön, dass du da bist und wir beschäftigen uns heute mit der wörtlichen Rede. Also grundsätzlich benutzen wir die wörtliche Rede erst einmal, wenn wir eine Aussage eins zu eins genau wiedergeben möchten. Man spricht da auch von einem Zitat. Wir nutzen die wörtliche Rede zusammen mit einem Begleitsatz und stellen sie grundsätzlich in Anführungszeichen oder auch Gänsefüßchen genannt. Und es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie wir die wörtliche Rede und den Begleitsatz miteinander verwenden. Die habe ich ja einmal mit Beispielen aufgeschrieben. Das erste Beispiel wäre, dass wir den Begleitsatz voranstellen. Marie rief, Doppelpunkt, Anführungszeichen unten, wartet auf mich, Ausrufezeichen und Anführungszeichen oben. Das ist ganz wichtig, dass ihr beim Begleitsatz, der endet grundsätzlich dann mit einem Doppelpunkt, wenn er vorangestellt wird. Dann bei dem nachgestellten Begleitsatz ist hier im Endeffekt quasi derselbe Satz, nur das Ganze nochmal vertauscht. Wartet auf mich, rief Marie, oder Gänsefüßchen unten, wartet auf mich, Ausrufezeichen, Gänsefüßchen oben, Komma, rief Marie. Punkt am Ende. Ihr seht hier, das Ganze wird mit einem Komma getrennt, der Begleitsatz und die wörtliche Rede, nicht mehr mit einem Doppelpunkt. Und hier benutzt ihr nur Ausrufezeichen und Fragezeichen. Ist das Ganze ein Satz, wo hier ein Punkt verwendet werden würde, dann fällt dieser Punkt einfach weg. Genauer wie dann diese Regeln mit den Satzzeichen sind, das steht auch auf eurem Lernzettel. Und die dritte Variante ist mit entweder eingeschobenem Begleitsatz oder eingeschobener wörtlicher Rede. Dann wäre hier das Beispiel: Warte doch, rief Marie. Ich bin gleich da. Da wird der eingeschobene Begleitsatz hier wieder mit Kommata von der wörtlichen Rede getrennt. Und wenn die wörtliche Rede in den Begleitsatz eingeschoben wird, dann ist es hier Marie rief, Doppelpunkt. Ja, wenn ihr seht schon, wenn der Begleitsatz am Anfang vor der wörtlichen Rede einmal steht, dann wird so oder so ein Doppelpunkt verwendet. Marie rief, Doppelpunkt, wartet auf mich, doch leider ohne Erfolg. Und das war es eigentlich schon dazu. Was so die genauen Regeln sind, wann ihr die Satzzeichen am Ende des Satzes jeweils dann verwendet und wann auch nicht. Und noch ein, zwei kleinere Tipps und Tricks, die findet ihr wie immer auf eurem Lernzettel. Aber grundsätzlich sind das die Arten und Weisen, wie man wörtliche Rede verwendet. Und da könnt ihr dann auch gar nicht mehr so viel falsch machen eigentlich.